Bouffée de chaleur, et puis après, quand on est sorti de l'aéroport, beaucoup de joie de revoir tous les amis qui étaient l'année dernière à Hambourg. Wir sind mitten in der Nacht ja angekommen und dachten, da steht jetzt vielleicht einer oder zwei, die uns halt erstmal abholen und irgendwie wir lernen die Leute dann am nächsten Tag kennen. Und dabei standen da 20 Leute, die uns irgendwie begrüßt haben und ich habe allen die Hand geschüttelt und die ganze Zeit Bonsoir gesagt, irgendwie meine ersten französischen Worte und keine Ahnung, wir haben uns alle in diesen Bus gequetscht zu 20 und zwei Leute oben aufs Dach und sind durchs nächtliche Wagga gefahren. War total krass irgendwie, erst auf Teerstraßen und dann halt auf diesen ganz normalen Sandpisten, die es hier überall gibt und irgendwie so, es war total, also total großartig. Ich dachte, ja, wie cool, ich bin endlich in Afrika angekommen, bin hier in Burkina Faso. Die Kultur ist schon sehr anders. Ich fühle mich aber auch ein wenig fremd. Es fällt mir schwerer, als ich gedacht habe, mich so in den Umgang mit den Menschen einzufühlen. Und ein wenig als Nassara, als Weißer. Sehr gut ist, wenn es so einen kulturellen Austausch gibt auf einer Basisebene. Also nicht vorwiegend, dass irgendwelche hohen Politiker sind oder wer auch immer oder hohe Wirtschaftsvertreter, die den Austausch zwischen den Kulturen oder zwischen den Ländern darstellen, weil ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass sich die Menschen untereinander verstehen und vernetzen. Es total wichtig finde, dass man sich mit anderen Kulturen als seiner eigenen auseinandersetzt, weil nur dadurch kann man sehen, wie relativ eigene Werte, Vorstellungen und Setzungen sind und nur dadurch kann man mehr Verständnis und mehr Toleranz und mehr Akzeptanz für andere Menschen entwickeln und ich finde es total wichtig, einen Austausch zu haben, weil es unglaublich bereichernd ist, irgendwie einen anderen Blickwinkel auf Situationen und auf das Leben an sich zu bekommen. We'll be right back.
einfach dazu beiträgt, dass die eine Kultur die andere irgendwie versteht, beziehungsweise dass man nachvollziehen kann, warum Sachen so sind und dass man vor allem, was ich am wichtigsten finde, dass man sich gegenseitig irgendwie, dass man das akzeptieren kann. Ich kann mir nicht über irgendwelche Völker oder Ethnien oder sowas Bücher durchlesen. Also wenn ich nicht einen Eindruck von dem Land hatte, dann kann ich mir darunter nichts vorstellen. Und deswegen brauche ich auch diese Eindrücke, um einfach mehr darüber zu lernen. Und man kann halt einfach wahnsinnig viel davon lernen. Also auch unabhängig von meinem Studium kann ich einfach so viel davon lernen, wie die Leute hier ihren Alltag bestreiten, die viel, viel weniger Luxusgüter haben als wir und die ganz andere Prioritäten setzen.